Füchse Berlin gegen den THW Kiel ist das Duell Vizemeister gegen Rekordmeister und in der Daikin-Handball-Bundesliga aktuell das Verfolgerduell. Der Sieger bekommt Aufwind, der Verlierer lässt die Tabellenspitze abreißen. Tempo-Handball war zu erwarten, Tempo-Handball wurde geliefert. Dazu Wurfkraft aus dem Rückraum, wie hier von Johansson. Erste Kieler Führung in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle in Berlin. Sehr ausgeglichen die erste Hälfte. Beide Mannschaften sehr rückraumlastig. Die Berliner änderten dann die Taktik. Raus auf Hakun, West auf Taigum. Ein Außentor der Färöer in der Nach-Lindberg-Zeit in Berlin mit einer ganz tollen Entwicklung. Kiel spielte häufig mit einer kleinen Führung. Dann Führungswechsel. Absetzen konnte sich aber keine Mannschaft. Johansson auf Madsen. Es war auch das Duell der beiden dänischen Rückraumrechten. Madsen gegen Gitzel. In der ersten Hälfte der Berliner Däne mit Vorteilen. Denn auf ihn, auf den Welthandballer Gitzel, ist das Füchse-Spiel zugeschnitten. Wiede auf Gitzel. Und das ist seine individuelle Klasse. Hier sein fünftes Tor. Die Quote beim Welthandballer in der ersten Hälfte 6 von 7. Halbzeitstand, eine kleine Berliner Führung, 17 zu 15. Aber es war noch alles drin für die Mannschaft von Philipp Hiecher. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Kieler eine Phase, wo gar nichts ging. Der Rekordmeister krampfte. Dan Bilic. Und Zerbe bekommt den Abpraller. Es war das erste Kieler Tor in der zweiten Hälfte. Und der Rückstand der Kieler wurde immer größer. Minus 5 dann plötzlich. Und der THW kam nicht zurück ins Spiel. Die Berliner dagegen am Optimum. Marsenic, wenn wir etwas bemängeln wollen bei Berlin, dann das hier. Das war das erste Kreisläufertor deutlich in der zweiten Hälfte. Das war verbesserungswürdig. Kritische Phase Kiel, 11 Minuten vor dem Ende. Sie probierten es sehr lang im 7 gegen 6 und auch das funktionierte nicht. Dann Zerbe. Kleiner Hoffnungsschimmer beim THW Kiel. Aber eng konnten sie die Partie nicht machen. Dann die letzte Szene, typisches Beispiel von Kiel in der zweiten Hälfte. Madsen, der 23-Jährige, hatte einen gebrauchten Tag. Seine Quote 1 von 10. Ich denke, das Genick hat uns die ersten 10 Minuten in der zweiten Halbzeit gebrochen. Wo wir vorne viel zu fahrig stehen, lustlose Rückwürfe nehmen, die wir jetzt dankbar waren. Und dann sind die Füchse natürlich davon gezogen. Und wir konnten dann im Endeffekt nicht mehr entgegensetzen. Wenn man so gegen Kiel spielt und so einen großen Unterschied macht, dann die ersten 15 Minuten in der zweiten Halbzeit war wirklich stark. Endstand 35 zu 26. Ein 9-Tore-Sieg ist eine Ansage von Berlin. Und Kiel lässt abreißen. Noch mehr Handball gibt's übrigens hier. Hier draufklicken. Auf geht's.